ersten Konsolen, ey. Was? Captain Future ist das denn? Ach, guck mal, hier auch noch ein uraltes Teil. Ja, das ist ein Uralt-Konsole. Sega Mega Drive. Ja, kannst du toll mal so alte Games holen. Ja gut, ich geh mal mit richtigen Namen an. Hey, guck mal doch mal aus, kannst du was mitnehmen. Ja. Ja, alles im kleinen Rahmen. Ey, Atari. Ja, ich hab genug von den Dingern, kann man immer noch. Ach, nagelneu? Ja, nagelneu nicht, aber kann man immer noch holen. Weißt du, da sind sowieso nachgemachte. Ja klar, ist da was hier. Ja, genau, zum Abreagieren. Oh, guck mal, Kuchen gibt's ja auch. Jo, Pac-Man als Brettspiel, ist ja der Hammer. Oh, die Super Games hier. Ja, ist auch nicht los hier. Ja, zieh dir, was sagst du dazu? Sprachlos. Sprachlos. Aber viel Atari-Sachen. Ja. Ach, guck mal, da kenne ich auch noch von Philips, das GT 7000. Uralt-Telespiel. Oh, Amiga Webbridges-Kette. Ja, ein paar Schätzwerte kann hier schon. Konsole, Konsole. Genau, die alten Dinger. Ja, die Immel-Joysticks. Der Karl Koch 64er. Das ist 64. Genau. Das ist es. Ich meine, ich hab's natürlich auch. Wow. Ja, so bald Filmen Games. Ja, so alte Games. Oh, der alte Tron-Automat. Mrs. Pac-Man, für 64er ist der Hammer. World Games. Ninja? Was ist das für ein Game? Das kenne ich ja gar nicht. Der gute alte Tron-Automat, wie aus dem Film. Ja, Scheiß Typ 2. Ja, ein paar Püppchen, ein Romy. Der Andy, wenn er kein Geld mehr kriegt. Echt uralte Klamotten hier. Mhm. Nintendo, was ist das denn? Ey? So aus wie ein Staubsauger. Das rote Ding da. Ich hab noch nie gesehen. Metal Gear. Oh, hier sind ein paar T-Shirts. Gartenhelm oder sowas. Das sind alles so japanische Sachen, die du hier gar nicht kriegst. Ja, genau. Ach so, wie Dinge, ja, ich weiß schon, Cyberspace und sowas. Playtime. Ja, aber ich. Ja, genau. So Dinge haben sie dort auch. Guck mal, so sieht der Andy aus, wenn er kein Geld mehr kriegt. Das hätte ewig Geld. Ach, guck mal, die alten Telespiele, einfach in der 80er, kennst du auch noch, ne? Ja. Püppchen hier. Oh, Mario in Gold, das ist aber schön Lomi. Ja. Oh, die Monsterviecher. Pikachu ist der Gelbe. Oh, die zwei Heldenfiguren hier. Ja, viele Atari-Klamotten. Hm. Ja, das stimmt. Ja, auch nicht viel mit 64er. Ja, hier sind auch noch so alte Dinger. Jo. Philips CDI. Ja.
Alten Klassiker. Sega Master System 2, 8-Bit-Teil. Geil, ey. Super Hummer. Aber so ein richtiges Gewehr wäre besser. Ach, kennst du noch die ganz alten Joysticks da vorne, die Dinger? Die, ja. Ja. Ja, die alten Übelteile. Ja, eben. Ach Gott, World Automaten Game. Ja, hat irgendwie was, die kleinen Dinger, ne? Ja, das stimmt, das sieht eigentlich immer schlecht aus. Ach, da ist auch noch, ach, das uralte CBS-Teil. Oh Mann, ey, ist das lange her. Nintendo Super Set. Was ist denn der Wing Commander? Ja, schmeckt es denn? Das ist gut. Ja, schönen Dank für den Kaffee, ne? Ja, der hat noch Ton. Der hat noch Bellen. Ich will auch gerne ein Game haben. Filmen wir hier nochmal die ganze Szene. Viele Atari-Sachen. Ja. Commodore 116. Weil im Endeffekt fehlt immer eine Sammlung, aber die wollen doch bestimmt wieder Fantasiepreise haben. 10 würde ich dafür noch geben. Ha? Na, für den 116er. Commodore-Kiste. Da oben sind auch noch ein paar Klamotten. Da oben ist doch nicht schlecht hier in Bochum. Kannst du auch nochmal hier so ein paar Fotos schießen von mir? Sakura Turk oder gute alte 64. Ah, ich hab ja Computer von 86. Hammer. Das glaube ich auch noch.